Guten Abend. Was geht? Schon nichts zu sehen, hab gedacht, du bist im Moment nicht da. Ich hab doch gesagt, Mittwoch bin ich da, weil auch heute noch ein Gespräch ist. Hast du einen Taser? Nein. Du, Rabe? Na klar. Ich soll mich bei ihm melden, sobald ich aus dem Haus bin. Aha. Aber ich war ja gestern nicht aus dem Haus. Ich hab die die kannst du ignorieren. Mahlzeit, Bennett, komm ran. Zu essen und zu trinken. Von 1-1. Stell dich ans Feuer. Warum? Ich war gestern. Na, ich habe gedacht, du magst es, wenn es warm ist. Nee, nach gestern mag ich Feuer nicht mehr. Mhm. Was ist los, Wein? Handy und Quablet. Ausmachen, mir gehen. Also bist du doch schon aufgeklärt worden. Bennett, ich habe dir immer die Möglichkeit gegeben, zu wählen. Ob du unser Freund oder ob du unser Feind sein möchtest. Des Weiteren hattest du immer die Option, nichts von beidem zu sein, einfach dein eigenes Ding zu machen und wir überhaupt gar keine Berührungspunkte miteinander haben, so wie es mit den meisten Cops der Fall ist. Doch, du hast dich immer wieder in unsere Angelegenheiten reingehangen und das ist in Ordnung gewesen. Du hast dich, so dachte ich, dazu entschieden, unser Freund zu sein. Du sagtest mir sogar, dass du bei dem einen oder anderen, was wir machen, das durchaus Positive darin siehst und das durchaus Negative darin sehen würdest, was passieren würde, wenn man sich gegen uns stellt. Eine Sache habe ich dir in all diesen Konflikten und Situationen, die wir miteinander hatten, immer wieder zu verstehen gegeben. Nämlich, lüg uns nicht an. Und du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du hältst dein gottverficktes Schandmaul oder du erzählst uns die Wahrheit. Nein, darf ich mich erklären? Für die ein oder andere Lüge, warte, hatte ich sogar Verständnis. Ich hatte Verständnis dafür, dass du bis in den Tod gelogen hättest, bevor du Witzka verkaufst. Warum hatte ich dafür Verständnis? Weil du genau wusstest, dass wir es dir zu dem Zeitpunkt nicht nachweisen konnten und weil du genau wusstest, dass die Konsequenz definitiv für Witzka gewesen wäre, dass er auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet wird. Ihr seid Freunde. Ist okay. Ich habe dir am Ende des Gesprächs ausdrücklich gesagt, Bennett, dass wenn du mich anlügst, dir etwas passieren wird. Ich habe dir ausdrücklich gesagt, dass deine Lügen all die Zeit den Bogen überspannt haben und ich dir ein verficktes Bein nehmen werde, wenn du der Meinung bist, mich anzulügen. Also gib mir einen Grund, warum ich dir nicht hier an Ort und Stelle etwas antun sollte, dafür, dass du nach all den Drohungen, nach all der Zeit, nach all dem Wissen, wie wir mit Menschen umgehen, die der Meinung sind, uns Gesicht zu lügen, nach all den Lügen deinerseits, wie du die weitere Lüge und den Tropfen auf den heißen Stein rechtfertigen möchtest. Wie, Bennett? Ich weiß jetzt solltest du anfangen zu reden. Ich weiß es nicht mehr, weil ich am Ende, wie ich hier stehe, vor dir stehe, wie ich in den letzten Tagen agiert, gedacht und gehandelt habe. Ich wollte am Ende des Tages Menschen schützen, in dem Fall Rabe, was ziemlich dumm im Nachhinein betrachtet war. Das kann ich dir nur damit erklären, dass ich Rabe kenne, seitdem ich hier bin und ich für diesen Mann alles tun und alles verschweigen würde, was nur im Raum stehen könnte. Ich habe lange über unsere Gespräche in den letzten Tagen nachgedacht. Ich habe gerade über das Gespräch im Sandyshores-Flughafen lange nachgedacht und gerade über deine Aussage am Ende und wie ich damit umzugehen habe und für welche Seite ich mich entscheiden sollte, ob es die ist, die volle Wahrheit zu sagen oder meine Fresse zu halten. Und mal davon ab, dass ich kurz nach unserem Treffen komische Anrufe von ominösen Omas gekriegt habe, war mir ab dem Zeitpunkt klar, dass du dein Geld, um was es mir nie ging, wiederkriegst und dass ich dich vollumfänglich an der Stelle dann auch aufklären sollte. Auch nach einem Gespräch, was ich noch mit Rabe hatte. Es ist in letzter Zeit zu viel passiert. Es ist zu schnell gegangen. Ich bin mit Informationsflüssen und Storys überfordert gewesen oder bin es immer noch. Ich habe gestern mit Alessio geredet und hier waren auch zwei Leute dabei, glaube ich. Ich bin es leid, meinen Kopf für andere hinzuhalten.
die es vielleicht nicht für mich tun würden. Bei Rabi stelle ich das nicht in Frage. Tatsächlich. Ich dachte, du wärst tatsächlich ein Guter. Ich dachte, du wärst irgendwie brauchbar und du würdest irgendwie das große Ganze verstehen. Was glaubst du, wie viele Leute, so von 10, wie viele haben es bisher überlebt, wenn sie mich angelogen haben? Potenziell keine. Okay, und du hast es wie oft überlebt? Ein paar Mal. Das liegt daran, Bennett, dass ich dich irgendwo, auch wenn wir auf verschiedenen Seiten stehen, als Verbündeten gesehen habe. Als das jemand, waren wir auch. Als jemand, der durchaus verstanden hat, was das große Ganze ist, und als jemand, der verstanden hat, wann man sich wie verhalten sollte, um tatsächlich Positives zu bewirken. Jetzt stehst du allerdings hier und erzählst du mir, dass du mein Gegner im Schach bist. Dann sage ich dir, Bennett, Schachmatt. Du weißt, dass man nicht nur Schach gegeneinander spielen kann. Aber Bennett, ich gebe dir eine Chance. Wir wollen ja mal nicht so sein. Lassen wir den Zufall entscheiden, ob du den Abend überlebst oder nicht. Das ist eine Sturmschrotflinte. Eine Sturmschrotflinte, die ziemlich streut. Und Valeska wird sich jetzt gleich noch 3 weitere Schritte nach hinten stellen, während er das Ding in dich reinhält. Ob lebenswichtige Organe verletzt werden oder nicht, überlassen wir dem Zufall. Aber ich kann dir sagen, solltest du das durch ein Wunder überleben, dann werde ich, wenn du mich noch einmal in deinem Leben anlügen wirst, dich einmal gegen mich stellst oder irgendetwas planst, was ich rausbekomme, was mir nicht passt, werde ich meine Wut nicht an dir rauslassen, sondern ich werde jeden einzelnen Kollegen auf brutalste Art und Weise abschlachten, Bennett. Wir müssen das an der Stelle nicht so beenden. Glaubst du wirklich, nach all dem, was du jetzt weißt, was ich weiß, dass ich dir in irgendeiner fucking Art und Weise schaden wollte? Glaubst du das wirklich? Ich glaube, dass du andere Personen vor uns stellst. Ich glaube das nicht. Es liegt auf der Hand. Du bist nicht derjenige, der in der Position ist, mich anzulügen. Auch das habe ich verstanden und realisiert, Ryan. Dann möge das Schicksal darüber entscheiden, ob du das in Zukunft weiterhin verstehst oder nicht. Denn wir sind nicht mehr an dem Punkt, Bennett, an dem ich ein Auge zudrücken kann. Ich habe 2 Augen zugedrückt. Ich habe die Augen meiner Leute mit zugedrückt. Und dich anders behandelt als jeden anderen jemals zuvor. Nein, ich... Bennett, wenn das jetzt der Punkt ist, an dem du das Schicksal noch 3 Schritte zurückgehen kannst, durch irgendwas, was du erzählen könntest, dann now's the fucking time, okay? Es ist nicht mehr an der Zeit, mich vorzuführen und zum Hampelmann zu machen. Sondern es ist an der Zeit, dass meinen ganzen Worten dir gegenüber Taten folgen. Möchtest du mir noch irgendwas erzählen, Bennett? Mir fällt aus dem Stegreif nichts ein, was dich betrifft oder nur ansatzweise interessieren würde. Dann lass das Schicksal über ihn entscheiden. Das noch selber machen können. Es ist halt unfassbar dumm. Ja. Es ist halt unfassbar dumm. Ach, scheiß drauf, ey. Ich glaube, was aber am Ende viel geändert hätte, ist dann doch eher fraglich. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Keine Ahnung, vielleicht, was weiß ich, Notfallteam, I don't know. Ja, ich mache ihn fertig fürs Notfallteam. Das ist gut. Yeah. Ja, ne? Wenn er das überleben sollte er sich vielleicht überlegen, ob er uns demnächst nicht mehr anlügt. Wagen es auf und sitzen jetzt drin. Wir fahren mit, lass uns den, ich will sehen, wie der versinkt. Okay. Das hier ist die Karre von dem, oder? Ja, also nee, nicht der Lambo, sondern der R8 irgendwie. Der hätte das euch doch einfach erzählen können. So, natürlich erzähle ich euch das, aber wenn er das euch auch nochmal erzählt hätte. Das ist ja das, was ich ihm gerade gesagt habe.
Warum lügt er sogar wegen solchen derartigen Lappalien? Wie gesagt, das mit Witzka, das haben wir alle verstanden, warum er bis in den Tod gelogen hätte. Weil er gewusst hat, okay, wenn ich die Wahrheit sage, die für alle irgendwie auf der Hand liegt, aber dann kann es sein, dass ich dafür verantwortlich bin, dass der in Stücke gehackt wird. Und das wollte er seinem Freund nicht antun. Aber die anderen Sachen, Rabe, das sind Lappalien gewesen, ja, deswegen eben. Er lügt. Ich war kurz davor, dir zu schreiben, Shotgun stark. Wenn er gesagt hätte, Rabe, Rivers und ich haben Stark umgebracht, ja, dann hätte ich gesagt, okay, scheiße, was für Wichser, ich wollte das machen. Aber dann wäre das halt so gewesen. Außerdem weiß er doch von deiner Beziehung zu uns. Aber hier jetzt runterfahren wollen, oder was? Ja, nicht muss er, ne? Auf keinen Fall. Oh, da sind Steine! Nein, da sind Steine! Also eigentlich hatte ich vor, das zu überleben. Ja. Also... Irgendwas ist immer. Warum bist du dann nicht einfach an der Angelstelle mit Vollspeed durchgedüst, hast die Karre versenkt und bist währenddessen rausgesprungen, da wo überall tiefes Wasser ist und keine Steine unten drunter, sodass du das auf jeden Fall überlebst und einfach nur ein bisschen nass wirst? Stattdessen fahren wir hier hin und du willst die Karre da runter... Da stand ein paar unter mit dem Typ. Lass mal den Motor an, steig mal aus. Jo, jo, wunderschön, richtig. Abzüge in der C-Note, allerdings all in all gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber sauber eingetaucht, ne Güte. Deswegen sage ich ja, schöne A-Note. So, solide 8 von 10, würde ich sagen. Ja, ich finde sogar 9 von 10, weil es ja zwischen die Felsen, also ne, der war nicht weit genug für die Felsen da vorne, nicht knapp genug. Ja, ich gebe diplomatische 8,5, ich hätte schon gerne den Aufprall auf den Ich Felsen muss gestehen, gesehen. Ich habe währenddessen gehofft, dass es das richtige Auto ist und nicht eins von euch, aber ich habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich ja immer dabei, wenn es eins von euch ist, Pech gehabt, dann nehmen wir das nächste danach. Ich bin aber sehr froh, dass du an uns vorbeigefahren bist. Lustig wäre, wenn jetzt irgendjemand am Beifahrersitz saß und von unten gerade Hilfe schreit, während das Auto gerade singt. Yeah.